Ich bin Lars Otach und bin Schweizer Meister im Metallbau. Ja, am Anfang bin ich eigentlich recht locker angegangen. Und nachdem wir den Plan mal bekommen haben, dann ist es mal recht strub geworden, weil zuerst bin ich gerne rausgekommen. Nachher war es dann schön angenehm für mich, richtig schönes Arbeitstempo, wenn ich es normal habe. Und am Schluss, wo es nachher geheiss hat, ist nur eine Stunde oder anderthalb. Inzwischen war ich in einer Schweizer Meisterschaft und da geht es um alles, da kann nicht jeder her. Und da hat man so gemerkt, dass man wirklich drauf muss. Das Klima war super an diesen Leuten, die alle wollen. Aber da können zusammenhocken, ist nicht so ein angespanntes Klima, wo man bei Eis zusammen saufen, das ist schon gut. Ja, ich habe mich super gefühlt. Das war ein geiles Gefühl, wenn man natürlich wenn man dick vorne laufen und sagt, der erste Rang rot nach Glas, das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich dachte, er sei vorne dabei, aber dass er gerade als Meister, Schweizer Meister wird, kann ich nicht erwarten. Ja, bei den Berufs sollte man sich ein bisschen gutes, räumliches Vorstellungsvermögen haben. Das fällt einem sicher einfacher. Im Rechnen sollte man nicht schlecht sein, weil man viele Zahlen rechnen muss. Dann sollte man ein bisschen körperliche Voraussetzungen sollte man schon haben. Man muss jetzt nicht 100 Kilo laufen, es geht auch gut, das hat überall einen Kran meistens. Man sieht am Abend, wie das gemacht hat und wie es fertig aussieht. Das ist halt schon. Gefällt mir.